Tja, noch sieht es so gar nicht nach Belagerung von Drachenspeer aus. Wie kann ich Einer helfen? Burg im Norden Ihr braucht von nur zu fragen. Baldur's Tor, glaube ich. Gibt auch ein D&D-Adventure, was mir mein guter Kumpel Giroldolo mal ausgeliehen hat. Das da heißt Hordes of Dragonspear. Ich habe da auch schon mal kurz reingeguckt. Da muss man auch irgendwie in diese Burg einbrechen. Mal gucken, ob ich was wiedererkenne. Aber erstmal wollen wir jetzt mal sehen, was hier so passiert. Okay, also. Kupferschale brennt mit einer lilanen Flamme. Okay. Worum geht's? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Aha, du siehst irgendwie ein trübes. Trübes Liquid, was da irgendwie rumschwirrt in einem. In einem Globe. In einer Kugel. Das Glas sieht sehr zerbrechlich aus. Du kannst es kaputt machen. Okay. Oh. Sweetheart? Ockergalerte. Natürlich nicht. Gut. Zur Ehren von Helm! Haben wir. Hells, I missed! Alles klar, yes, alles freie EP. You feel a breeze? I feel a breeze. Oh, was? Imone hat sich schon durchteleportiert nach hier. Ich wollte nämlich hier zur Heilerin eigentlich in dem letzten Part und die kam mir entgegen, hat von sich aus, ohne dass ich was drücken musste, geringere Genesung auf mich gecastet. Natur ist und dann ist sie verschwunden und ich wunderte mich schon, wohin ist sie denn wohl verschwunden? Und ja, offensichtlich in diesen Raum. Also, eine schwarze Hand ist hier zu sehen unter Dreck und Schutt und was auch immer. Whatever you like. Na klar. Leute, ihr wisst aber schon, dass ihr hier fast auf einer Falle standet. Oh, hier sind bunte Fackeln. Das hat bestimmt was zu bedeuten. Hm. Schutz vor Bösem, ach was. Magische Tatsche, die nehmen wir natürlich mit. Das sieht nach einem magischen Altar. Zauberaltar aus, okay. Und Smaragd, chaotische Befehle, ist beides ganz nett. So, können wir zum Glück auch beides noch mitnehmen. Ja, und dann gucken wir hey mal, was there. Hier so drin ist. Yes, dear. Eine abgefackelte Fackel. Und Moment mal, was ist das? Das ist doch. Das sieht so aus, als bräuchten wir das. So, drop den Shit. Wir brauchen Platz im Inventar, um dir das zuzuwerfen. Könnte ein Schutzamulett sein. Ja, ist es auch. Das könnten wir jetzt Mira geben, weil... Ach nee, was ist das denn hier? Ein Zauber des zweiten Grades? Nö, das ist besser. Weil sie doch keinen Schutzumhang mehr trägt im Augenblick. Da muss Mira wohl einen Schutzring bekommen. Naja, na gut. Haben wir noch irgendwo überflüssigen Kram? Was ist das hier? Noch eine Weinflasche, aber eine andere als... ist das wieder alles ärgerlich. Okay, brauchen wir wirklich den Trank der Geschütztheit? Nö. Aber wir brauchen Baldurans Buttermesser. Kein Weg führt daran vorbei. Und verseuchtes Eisen, wir erinnern uns. Ja, na gut. Okay. Dann machen wir uns doch mal weiter auf den Weg. Razzat hat noch einen freien Platz. Dann kriegt er die Pfeile. So. Oh, er hat auch noch jede Menge Kugeln. Und sie hat gar nichts mehr. You want me? Yes, dear. Okay. Magier kann das nicht benutzen. Na, dann brauchen wir das auch nicht unbedingt. Brauchen wir wahrscheinlich für irgendetwas.
Ja, ihr braucht nur zu fragen. Und ich weiß noch nicht, was es mit der Weinflasche auf sich hat. Nehmen wir die besser auch nochmal mit. Können wir uns ja angucken. Mazemba-Röte, erlesener Jahrgang. Na gut, okay. Sweetheart? Okay, dann verkaufe ich halt wohl doch erst nach diesem Part, weil die sich so dumm bewegt hat hier. Wir speichern und es geht whatever weiter. You like. Nochmal Lava. Was ist hier zu sehen? Achso, immer noch das rote Leuchten von weit unten. Wie kann ich helfen? Trommeln ich hören mich und unbemerkt konnte sich ein Balrog anschleichen. Your need. Right. Okay, Safana, ich brauche dich, damit du Fallen finden kannst. I love dungeons. They're usually bursting with gold. Moment, Moment. Das ging jetzt alles ein bisschen sehr schnell. Kampfaufstellung, Leute. Yes. Worum geht es diesmal? Was kommt da an? Flammende Faust. Ja, ach, was soll's. Komm, wir müssen die Stäbe eh nur durchnudeln. Bis zum Tod, ja! Okay. So, Mira. Make it quick. Ach, solange wir die Stäbe haben, sehe ich da nichts Verwerfliches drin. Team? Ja? Vorsichtig, vorsichtig. Wir nuken hier halt alles weg. Wir sind auch schon schwer verletzt. Alter. Alter. Alter, ey. Wie ihr wünscht. Okay. Worum geht es diesmal? Gegen Gift. Ich bin eins mit der Natur. Heilung. Meine Ehre ist mein Leben. Hand aufleben. Adoy! Give me something to do. Ja, der Oberbeserker haut ganz gut rein, aber ich glaube, der mit Verwerf. Der Sweetheart? Giftfall. Ja? Lasst sie uns ordentlich verdrechen. Oh nein, das macht der hier. Okay, es wird 9 nur noch, ey, kacke. Gut, für sie brauchen wir jetzt ein Zauberheilungselixier von dort. Sonst haben wir ja praktischerweise gleich Ray's dead. Need a healing. Need a healing hand over here. Ja, trink was. Oh oh, unverhofft. Kommt oft. Whatever you like. Wie kann ich helfen? Mach was gegen diesen Halunken hier. Yes. Need a healing. Point me where you're healing. Oh, mein Lebenssaft verrinnt. Alter, was geht denn hier ab? Okay, Whip ist fast down. Atlantis kriegt seinen Heilzauber nicht durchgebracht, weil was los ist? Egal. Worum geht es diesmal? Ist das wieder alles eine Scheiße? Ja. Egal, du kannst dich einfach nochmal heilen. So, schnell. Ihr wollt etwas? Heilsbuch einfach auch nochmal. Ja? Okay. Your need. Du zwitscherst Steam eine rein. Du auch. Alle sind versorgt. Give me something to do. Und du trinkst jetzt diesen verdammten Trank verdammt nochmal. Kann nicht schwer sein. Okay. So, und dann einfach nur, weil es geht. Da kommt die Klerikerin an und hilft uns schon. Yes. Okay, der ist immer noch verletzt. Lasst uns. Alter. Meine Mädels, wie kann ich helfen? Ich werde mich bei Order. Was? The Lune guides my hand. Geht's noch? Wie viel Schaden hat der denn abgekriegt? Oger.
Berserker kriegt 36 von... So. Wo kriegt er denn so viel ab? 46 Wucht. Ist klar, Mutti. Okay, aber glücklicherweise müssen wir... Aber 46 Wucht, das heißt... Also, für dich ist der Kampf auch zu Ende. Und Safana richtet ihn hin. Alter Falter. Hey there. Was sind da noch mehr Gegner? Gentis? Wie ihr wünscht. Ne, offensichtlich nicht. Alter Falter. Das war knapp. Aber wir haben es geschafft. Gut, nudelt mal die Heilung durch, die wir so haben. Unsichtbarkeit nehmen wir natürlich mit. Haben wir ja schon ein bisschen was von. Okay, Schrott. Gegengift haben wir eigentlich genug von. Die sollten wir mitnehmen. Können wir alles verkaufen. Die Feuerpfeile nehmen wir natürlich mit. Ich bin und dann. Eins mit der Natur. Ja? Bitman müsste aber so oder so regenerieren. Du heilst meine mal. Meine Ehre ist mein Leben. Distract me, doing. Sweetheart. Aha, dieser Wurm. Nee, dieses One. Ups. One Mural, okay. Wieder ein grinsender Schädel. Aus den Tiefen einer... Das ist dann das Mirkul-Zeichen, ne? Aus dem... Der grinsende Schädel mit der Kapuze. Gott der Toten. Der dann von Kelimvor whatever you like. Ja. Platt gemacht wurde. Beziehungsweise Kelimvor hat nur seine Domäne übernommen. Platt gemacht wurde. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Hier ist ein Seil, aber man kann es nicht nach oben gehen. Aber hier hat sich anscheinend auch jemand abgeseilt. Halt, Moment mal. Ich habe ja gar nicht die hier untersucht. Das sind doch die drei Farben. Hier gibt es vielleicht noch doch was zu rätseln und was zu tun. Gut, machen wir gleich. Erstmal machen wir jetzt hier diesen Raum und gucken, wo unsere Verbündeten... A rope dangles down. Okay. Callers Follower müssen hier lang gekommen sein, um ganz einfach hoch und runter klettern zu können. Okay. Falle nicht entschärft wäre jetzt auch geil. Was ist das? Stab der Himmel? Und was ist das? Untote festhalten. Beides ist nicht right. Nice. Halt, Moment. War da was? Nein. Gut. Ich habe zwar immer noch keine Ahnung, wozu wir diesen Schlüsselring gebrauchen. Das wird so einer sein. Stab der Himmel. Aber Stab der Himmel ist ziemlich geil. Das wollten wir behalten. Gegengift. Gut, ich glaube. Packen wir mal den raus. Können wir noch vorher identifizieren. Immunität gegen Versteinerung. Gut, dann machen wir das doch so. Lalala, ich mach das mal. Trollolololo. Kann sie nicht benutzen, ne? Nee, war klar. Das ist bestimmt Natur so ein ist alles. Kleriker-Ding. Gürtel der Gegensätze war das. Achso, Kältewiderstand ganz viel. Erinnerung. Achso, kann man gar nicht trinken, ne? Brauchen wir nicht mehr. Kommt aus Dulaks Turm. Da werden wir vermutlich eher nicht mehr hinkommen. Brauchen wir eigentlich alles nicht mehr.
presently. Okay. Ach, der kann den Gegenstand nicht verwenden. Wie blöd. Irgendjemandem hatten wir doch die leichten Heiltränke gegeben. Wer war das denn? Da, Gentis. Der kriegt jetzt nochmal 4 Bonus. So. Was wieder nicht geht, weil 24 anscheinend der Maximalstapel ist, oder was? So ein Scheiß. So. Gut, wir haben 3 Wege. Welchen gehen wir? Wir gehen nach... Die sind nach da verschwunden. Das heißt, wir gehen erstmal nicht nach da. Whatever you like. Sondern nach hier. Hey there. Right. Evil surrounds us. Razad, ey. Mit seinem Akzent. Okay. Hier geht's weiter. Hier sind Schlafmatten und sowas. Und ein Söldner. Okay, Leute, wir sollten da vielleicht in Mannstärke antanzen. Ihr braucht nur zu fragen. Ja, ich habe gehört, dass der Kreuzzug im Norden doppelt so viel zahlt wie Korlasch. Ey, wie wär's, wenn wir da hingehen, sobald der Job hier fertig ist? Söldner, halt! Okay, wir sollen diese Maschine bewachen. Und du sollst nicht weiterkommen. Okay, prepared. Mein Name ist Inigo Montoya. Prepare to die. Ihr seid Söldner, vielleicht können wir einen Deal machen. Wir haben einen mit Korlasch. Okay. Gut. Flüchtet und ich werde jedem erzählen, dass ihr hier gestorben seid. Wenn jemand mich fragt... Und ich zweifle, dass es jemand tun wird. Oh nein, ich habe aber eine Reputation, ne? Die ich auch behalten möchte. Also, Angriff. Okay, wir haben es ja probiert. Wie kann ich helfen? Knölzen wir mal was drauf. So, unser Fahner auf den. Point me where you want me to go. Und dann. Kann schon eine Potion trinken. Worum geht es dir? Ah, die haben Wurf durch. Sweetheart? Ich wette, da ist eine Falle. Wir lassen mal Gentis wohl. Stehen wir bei. Ja? Okay. Ja? Und du einfach weitermachen hier. Was mit Gentis schon wieder? Ist er schon wieder verlangsamt, weil er irgendwas im Inventar. Ja, ich trage 3 Pfund zu viel. Das sind diese Heiltränke, Leute. Ihr werdet es nicht glauben, aber die sind wirklich verdammt schwer. Gentis, weißt du, du bist so eine Pussy einfach. Ich bin traurig. Na, dann gebe ich die halt mal Razad. Wie kann ich helfen? Genug Pfeile verschossen. Lasst auf Kosten. Ordentlich verdreschen. Was hat er. Was hat Monk jetzt schon wieder vor? Haltet ihn auf! Ja, pust ihn weg. Flatsch! Splatter! Tja, das war's jetzt mit seiner Reputation. Whatever you like. Mit seinem Ruf. Achso, da ist die Maschine. Mal gucken, was wir damit denn machen können. Yes, dear. Ja, magische Wurfpfeilchen, sehr schön. Vorsichtig vorangehen. Unsichtbarkeitstrank in der Pause mitnehmen. Was ist das? Aha, Maschine. Lever built on the floor before it. Aha, okay. Ist ein Schließmechanismus für Türen. Oder Tore. Werden wir bestimmt bedienen müssen. Und ein Crusader-Pamphlet. Super nice, okay. Also, tja, dann gucken wir doch mal im nächsten Part, was es sich damit wieder auf sich hat. Also reinhauen, Leute, und bis dann. Ciao.